Ich stehe hier heute in Schwerin-Görries. Wir waren mit dem Innenausschuss bei der neu geschaffenen Erfassungsregistrierungsstelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Hier werden ukrainische Flüchtlinge aus den Kommunen hergebracht, damit sie erkennungsdienstlich behandelt werden können. Das ist wichtig, um Sicherheitsinteressen durchzusetzen, Kriminelle zu finden und vor allem auch Leistungsbetrug zu unterbinden. Die AfD hat von Anfang an gefordert, dass solche Kontrollen bereits an der Grenze hätten stattfinden müssen, damit die, die keinen Schutzanspruch haben, draußen bleiben und ukrainische Flüchtlinge gut organisiert ins Land gebracht werden können. Nun wird dies mühsam vom Staat hier in Schwerin-Görries und in den Kommunen geleistet. Eine Verteilungsgerechtigkeit ist bis heute nicht wirklich zu sehen, da der Datenaufwand enorm ist. Wir fordern deshalb, dass wir alles dafür tun müssen, eine schnelle und gute Registrierung umzusetzen. Dafür setzt die AfD sich weiter ein.